Mein Name ist Claudia Papst-Dippel und ich setze mich für Familien, Kinder und für den Gesundheitsbereich ein. Für Familien ist es wichtig, dass sie eine gute medizinische Versorgung im Landkreis vorfinden, und dazu gehört das Kreiskrankenhaus und natürlich weitere Kliniken der medizinischen Grundversorgung. Mir ist es wichtig, dass Frauen Geburtsstationen und natürlich Hebammen im Landkreis finden. Hier müssen dringend Sicherungsmaßnahmen erfolgen, allerdings auch auf anderen politischen Ebenen. Für Familien ist es auch wichtig, dass ältere Angehörige bei Krankenhausaufenthalten in der Nähe bleiben können, damit man sie besuchen kann. Auch ein palliatives Angebot, sowohl ambulant als auch stationär, sollte vorhanden sein. Ein familienfreundlicher Landkreis braucht eben einen soliden Mix aus allgemein- und fachärztlichen Praxen, aus Krankenhäusern und aus Betreuungsmöglichkeiten für Jung und Alt.